Im heutigen Video erkläre ich euch 5 Fehler, die fast jeder bei der Zahnseidenutzung macht. Vielleicht ist dein Fehler ja auch dabei. Klingt komisch, oder? Dein Fehler auch dabei. Hi und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tatjana Felkner. Ich bin Zahnärztin und auf unserem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um unser Lieblingsthema, die Zahnerhaltung. Bevor es jedoch mit dem Video losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch unsere Inhalte gefallen, dann klickt doch auf Abonnieren. Darüber freuen wir uns riesig. Und jetzt geht's los. Fehler Nummer 1, der Schnapper. Der Schnapper lässt die Zahnseide nur zwischen die Zähne einschnappen und reinigt nicht unterhalb des Zahnfleisches. Fehler Nummer 2, der Säger. Der Säger bringt die Zahnseide zwischen die Zähne und sägt und sägt und sägt. Somit könnt ihr Zahnfleisch und Zähne eher verletzen. Fehler Nummer 3, und jetzt geht es so ein bisschen um die Menge der Zahnseide. Viel zu viel Zahnseide. Ihr braucht für eine ordentliche Reinigung maximal 50 cm. Ist das so ungefähr? Ja, das reicht absolut aus. Und das führt uns direkt zu Fehler Nummer 4, der ganz akribische Zahnseidenutzer. Viel zu wenig Zahnseide bekommt ihr nicht zwischen eure Finger gewickelt. Das heißt, ihr könnt es nicht richtig anwenden. Und der nächste Nachteil, ihr habt nicht genug Zahnseide für jeden Zahnzwischenraum. Ihr solltet für jeden Zahnzwischenraum ein neues Stückchen Zahnseide verwenden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das aufgequollene und aufgefaserte Zahnseidestück den nächsten Zahnzwischenraum verletzt. Außerdem verteilt ihr natürlich Bakterien und Speisereste in eurem ganzen Mund weiter. Genau. Und dann kommen wir schon zu Fehler Nummer 5. Und zwar aufzuhören mit der Zahnseide, wenn es anfängt zu bluten. Das ist für viele die logische Konsequenz. Sobald es blutet, hört man auf mit der Zahnseide. Man geht davon aus, dass die Zahnseide die Blutung verursacht, aber es ist genau andersrum. Und zwar, wenn ihr lange keine Zahnseide benutzt, sammeln sich Bakterien und Speisereste, Plaque. Und das führt zu einer ganz subtilen Entzündung, die bekommt ihr nicht mit. Und nutzt ihr jetzt seit langer Zeit mal wieder Zahnseide, dann beginnt es zu bluten, eben durch diese kleine Entzündung. Macht dann bitte einfach weiter, jeden Tag die Zahnseide zu nutzen. Irgendwann wird es mit der Blutung aufhören, weil ihr alle Bakterien und Biofilm von den Zähnen entfernt habt. Es ist sogar kontraproduktiv, nur alle 2 Wochen beispielsweise die Zahnseide zu benutzen, denn so sammeln sich wieder Bakterien in den Zahnzwischenräumen. Geht ihr dann rein, verteilen sich diese Bakterien über die kleine Blutung bis in die Blutbahn. Genau, also tägliche Zahnseide. Vielleicht war einer der Fehler dabei, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Oder vielleicht habt ihr noch eine ganz andere Frage zum Thema Zahnseide oder generell zum Thema Zahnerhaltung. Lasst es uns auf jeden Fall wissen. Wir freuen uns darüber und bis ganz bald.